Hi und willkommen zurück zum Thema quadratische Funktion. Heute soll es darum gehen, wie man Nullstellen bei quadratischen Funktionen bestimmen kann. Ich möchte dir dabei insbesondere die sogenannte PQ-Formel vorstellen. Die PQ-Formel ist eine Formel, die man eigentlich sehr häufig verwendet. Das einzige Schwierige dabei, würde ich sagen, ist, dass du Wurzeln ziehen musst und mit Brüchen rechnen musst. Ansonsten ist es aber relativ einfach zu lernen. Okay, wir möchten Nullstellen von quadratischen Funktionen berechnen. Wie bei allen Funktionen geht man dabei so vor, dass man den Funktionsterm gleich 0 setzt und diese entstehende Gleichung dann nach der Variablen x auflöst. Die Lösungen, die man dann für x eben erhält, sind die sogenannten Nullstellen. Das heißt, wenn man in die Funktion diese x-Werte einsetzt, dann erhält man als zugehörigen Funktionswert den Wert 0, was eben wiederum bedeutet, dass, wenn der Funktionswert 0 ist, heißt es, wenn man den Funktionsgraphen betrachtet, dass der Punkt, den man sich dabei eben anschaut, auf der x-Achse liegt und damit ein Nullpunkt ist. Okay, zunächst gucken wir uns mal ein einfaches Beispiel an, bei dem du mit den normalen Methoden eben die Nullstellen problemlos herausfinden könntest. Danach zeige ich dir, wann es nicht so einfach ist und wann man die PQ-Formel eben entsprechend hier verwenden kann. Also unsere erste Funktion ist y gleich x² minus 1. Das hier ist das Schaubild von der Funktion. Du kannst sehen, wir hätten fast die Normalparabel gehabt. Y gleich x² wäre der Funktionsterm zur Normalparabel. Die Normalparabel wurde hier jetzt eben um eine Einheit nach unten verschoben. Wir können also durch Skizzieren eigentlich schon sehen, wo die Nullstellen sind, nämlich bei x gleich 1 und x gleich minus 1. Trotzdem zeige ich dir jetzt mal, wie man das auch rechnerisch bestimmen könnte. Wir würden, wie vorhin erklärt, den Funktionsterm gleich 0 setzen. Das bedeutet, wir setzen statt y den Wert 0 ein. Dann haben wir die Gleichung 0 ist gleich x² minus 1. Diese Gleichung lösen wir jetzt nach x auf. Das bedeutet, wir wollen die Variable x auf einer Seite stehen haben, ganz alleine, und alles andere auf der anderen Seite der Gleichung. Das heißt also, diese minus 1 hier soll weg. Wie kann ich minus 1 rückgängig machen? Indem ich plus 1 rechne. Das heißt, auf beiden Seiten der Gleichung rechne ich plus 1. X² minus 1 plus 1 gibt dann einfach x², 0 plus 1 gibt 1. Dann habe ich eben entsprechend diese Gleichung hier. So, jetzt muss ich mir überlegen, was muss ich für x einsetzen, damit diese Zahl im Quadrat 1 ergibt. Hierbei berechnet man jetzt zum einen also die Wurzel aus 1. Das ist einfach 1, weil einmal 1 1 ist. Das heißt, 1 im Quadrat ergibt 1. Das heißt, das hier ist schon mal meine erste Lösung für x. Und jetzt gibt es allerdings noch eine zweite Lösung für x, nämlich einfach das Negative von dieser Zahl, nämlich minus 1. Denn wenn ich minus 1 quadriere, also minus 1 mal minus 1 rechne, dann ist das Ergebnis minus mal minus eben plus 1. Das ist ein Fehler, der ganz oft und ganz schnell passiert, dass man eben vergisst, bei Gleichungen von so einer Art, immer wenn du hast x² ist gleich irgendeine Zahl und diese Zahl ist positiv, das ist noch eine Voraussetzung, aber das ist meistens der Fall, dann hast du immer zwei Lösungen. Okay, merkt ihr das? Also es gibt immer die positive Wurzel und die Wurzel davon eben mit minus 1 multipliziert. So, das sind also unsere beiden gesuchten Nullstellen. Man kann dann noch die Koordinaten der Nullpunkte eben noch dazu schreiben. Eigentlich ist das jetzt nicht wirklich viel Neues. Entsprechend haben wir die Nullpunkte N1 mit den Koordinaten 1 und 0. Also der Punkt hier ist N1 und der Punkt hier ist N2 mit den Koordinaten minus 1 und 0. So, das war jetzt alles schön und gut. Wie sieht es allerdings aus, wenn mein Funktionsterm nicht so eine einfache Form hat, sondern eine Form hat wie die hier. Y ist gleich x² plus
p mal x, also irgendein Vielfaches von x, plus q, also plus irgendeine additive Konstante. P und q sind also reelle Zahlen hier. Beispiel wäre y gleich x² plus 2x plus 3. Die Frage ist, wenn ich jetzt hier von den Nullstellen ausrechnen möchte, setze ich ja wie immer den Funktionsterm eben gleich 0. Aber wie kann ich denn jetzt diese Gleichung hier lösen? Du kannst es gerne mal ausprobieren. Du wirst schnell merken, mit den bisher bekannten Methoden kommst du damit einfach nicht weiter. Das Problem ist, dass unsere Variable x hier zweimal auftritt. Einmal als x² und einmal als x. Und du kennst bisher einfach noch keine Methoden, mit denen du diese Gleichung jetzt lösen kannst. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder führst du die quadratische Ergänzung durch. Das heißt also, du bringst diese Funktionsgleichung auf ihre Scheitelform. Das heißt, du formst das hier so um, dass da irgendwie steht x minus d, also das ist dann irgendeine Zahl, plus c. Das ist y. Wenn du das hinbekommst, dann kannst du eben den Funktionsterm, der einfach dem da oben dann entsprechen müsste, ne, nur umgeformt, den kannst du dann gleich 0 setzen. Diese Gleichung wirst du auch lösen können. Das ist eine Möglichkeit, die auf jeden Fall komplizierter ist als die zweite Möglichkeit, dass du die Gleichung mit der sogenannten PQ-Formel löst. Die PQ-Formel sagt dir, wenn du eine Gleichung dieser Art hast, x² plus irgendein Vielfaches von x plus irgendeine Zahl ist gleich 0, dann sehen die Lösungen dieser Gleichung folgendermaßen aus. Also zum einen können dabei zwei Lösungen entstehen oder in der Regel entstehen dabei zwei Lösungen. Das erkennst du an diesem x1-x2, denn einmal rechnen wir den Teil hier plus den hinteren Teil, das ergibt die eine Lösung. Die andere Lösung ergibt sich aus der Teil minus der zweite Teil. Also das bedeuten diese zwei Rechenzeichen untereinander, dass man es eben auf beide Weisen lösen kann oder ausrechnen kann und entsprechend zwei Lösungen erhält. So, das heißt, wenn du diese Gleichung hier hast, guckst du, was habe ich hier vor dem x stehen, was addiere ich hier hinten dazu und dann ergeben sich deine Lösungen aus minus p halbe, also minus diese Zahl durch 2, dann entsprechend einmal plus, einmal minus, die Wurzel aus p halbe, das ist das, was wir hier vorne auch schon hatten, jetzt aber im Quadrat, minus q, also minus die Zahl. Genau, sieht ein bisschen kompliziert aus, es ist gar nicht so kompliziert, man muss es gut auswendig lernen, p und q sieht auch noch so ähnlich aus, das heißt, das verwechselt man mal gerne. Zwei Dinge, worauf du auf jeden Fall noch achten solltest. Erstens, es ist wichtig, dass hier vor dem x² kein Faktor steht. Also hier muss wirklich einmal x² stehen, damit du diese PQ-Formel anwenden kannst. Sollte hier ein Faktor wie a stehen, a mal, also zweimal x² oder dreimal x², dann musst du erstmal die komplette Gleichung, also beide Seiten der Gleichung, durch diesen Faktor hier dividieren. Entschuldigung. Dadurch fällt er dann hier vorne weg. Dann hat man hier entsprechend p durch a mal x plus q durch a ist gleich 0 durch a, also einfach 0. Das heißt also, darauf immer achten, hier darf nichts vorne stehen. Und die zweite Sache ist, hier rechnet man immer minus q. Das bedeutet, also wir rechnen hier minus q, gehen davon aus, dass hier plus q steht. Also wenn du hier ein plus irgendeine Zahl in deiner Gleichung hast, ist alles gut. Aufpassen musst du, sobald hier sowas steht wie minus 2. Minus 2 bedeutet, dass dein q also negativ ist. Das heißt also q, wenn q minus 2 ist und du hier hinten minus q rechnen sollst, dann rechnest du entsprechend minus minus 2. Also hier hinten dann plus 2 sozusagen. Also hier wieder so eine Vorzeichensache, bei der man aufpassen muss. Die PQ-Formel ist so definiert, dass man hier davon ausgeht, man hat plus q. Sollte hier irgendwie minus eine Zahl stehen, musst du beachten, dass q also negativ ist. Das heißt, dass du hier dieses Negative auch einsetzt und dann entsprechend da aus diesem Minus insgesamt dann ein Plus sich ergeben wird. Okay, noch ein kurzes Beispiel.
Wir haben die Funktion y ist gleich x² plus 10x plus 9. Wir möchten die Nullstellen bestimmen. Wir verwenden dazu die PQ-Formel. Wir haben hier wieder x² plus irgendein Vielfaches von x plus 9. Das Ganze setzen wir 0. Ich habe mir jetzt diesen Zwischenschritt erspart, aufzuschreiben, dass ich das gleich 0 setze. Habe gleich angefangen, Nullstellen berechnen. Ich verwende die PQ-Formel. Und jetzt nochmal überlegen. P, der Faktor vor dem x, ist bei uns 10. P gleich 10. Q ist hier 9. Hier steht ein Plus, also ist alles gut. Ich muss mir keine Sorgen machen wegen den Vorzeichen. Und jetzt setze ich 10 und 9 hier einfach mal ein, anstatt P und Q. Dann habe ich eben x1, 2 ist gleich minus P halbe. In unserem Fall also minus 10 halbe. Plus minus, die Wurzel aus, wieder P halbe, also 10 halbe. Hier ohne ein Minus. Im Quadrat minus 9, minus Q minus 9. So, als erstes rechnen wir immer Potenzen aus. 10 halbe sind 10 durch 2, das sind ganz einfach 5. Das heißt, hier rechne ich also 5 m Quadrat, das habe ich hier vereinfacht. Hier habe ich auch 10 halbe eben zu 5 umgeschrieben. Im nächsten Schritt 5 m Quadrat, 5 mal 5 sind 25. 25 minus 9 gibt 16. Das heißt also, ich muss minus 5 einmal plus einmal minus Wurzel 16 rechnen. Die Wurzel aus 16 ist 4, weil 4 mal 4 16 ist. Das heißt also, meine erste Lösung ist minus 5 plus 4. Das heißt also, x1 ist minus 5 plus 4, das gibt minus 1. Und die zweite Lösung ist minus 5 minus 4, also minus 9. Genau. Es kann gut sein, dass hier, es kommt oft vor, dass das Q nicht eine ganze Zahl ist, so wie hier in diesem Beispiel die 9, sondern oftmals ist Q irgendein Bruch, zum Beispiel 3 halbe oder was auch immer. Da musst du eben darauf achten, dass du hier diese beiden Brüche dann entsprechend richtig miteinander verrechnest. Das heißt also, guck dir nochmal an, wie subtrahiert man Brüche. Ein weiterer Tipp ist, hier konnten wir 10 halbe ausrechnen, das war 5. Danach haben wir das quadriert, das war jetzt also relativ einfach. Es kann sein, dass du sowas hier stehen hast wie 9 Drittel im Quadrat, ja? Und da wollte ich nur noch mal daran erinnern, da kann man dann 9 im Quadrat durch 3 im Quadrat rechnen. Das ist eine Potenzregel. Das heißt also, du darfst dann hier das Quadrat sozusagen in den Bruch mit reinziehen und das kannst du meistens besser ausrechnen. Und eine zweite Sache, erschrick nicht, dass hier ein Wurzelzeichen auftaucht. Normalerweise wird hier in deiner Rechnung werden immer Zahlen stehen, sodass du hier zum Schluss eine Quadratzahl hast, damit du diese Wurzel auch lösen kannst. Noch ein weiterer Tipp, wenn hier als Ergebnis ein Bruch steht und du also zum Beispiel die Wurzel aus 25 Viertel ausrechnen musst, dann darfst du hierbei auch wieder die Wurzel in den Bruch reinziehen. Das ist das gleiche wie Wurzel 25 durch Wurzel 4. Und das kannst du einfacher berechnen. Wurzel 25 ist 5, Wurzel 4 ist 2. Okay, also nochmal diese zwei Tipps. Das sind so die zwei oder drei, weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel ich aufgelistet habe, Schwierigkeiten, die eben auftreten können, wo oft Fehler entstehen. Das heißt, pass einfach hierbei auf. Genau, und ansonsten läuft es aber immer nach diesem Schema ab. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Schalt doch gerne auch das nächste Mal ein. Bis dann.